Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, lang gehegten Projekt. Das wird auch ganz lange dauern, da werde ich viele, viele Stunden mit verbringen, weil, ja, jetzt kommt ja nächste Woche Mass Effect 4 raus. Das hier ist Mass Effect 1. Ich habe schon ganz viele oder ganz lange vor, schon mehr als ein Jahr, alle Teile zu spielen. Und ich werde jetzt natürlich mit 4 nicht anfangen. Das passt gar nicht jetzt im Moment. Ich habe genug Projekte auf dem Kanal, die jetzt gerade angelaufen sind bzw. laufen. Das, ja. Die großen Let's Player werden sich sowieso gleich drauf stürzen, dann macht das wenig Sinn. Und ich denke mal, es macht es vielleicht für denjenigen interessant, der mal sehen möchte, wie die Reihe begonnen hat. Ich habe jetzt ganz vergessen, ich wollte mal nachschauen, wann der erste Teil, das mache ich jedes Mal, ich bin immer perfekt vorbereitet, rauskam. Das ist aber schon ein bisschen länger her, 2009 oder so. Also der hier, das kann auch schon noch länger her sein, weiß ich nicht. Ja, also nicht wundern, dass die Grafik so ist, wie sie ist. Wie gesagt, ich habe alle Teile, die bisher rausgekommen sind. Ich werde mir den Mass Effect 4 natürlich auch kaufen. Ich werde mir das auch nirgendwo anschauen können. Ich will mich ja nicht so spoilern. Ich werde mir damals vielleicht ein, zwei Folgen, aber mehr nicht. Ja. Und wir sollen eine neue ID. Bestätigen Sie die Ihre ID als Commander John Shepard, Allianz. Geben Sie Ihre Karriereinformationen und physischen Daten manuell in die Crew-Datenbank der Normandy ein. Aufgrund eines geheimen N7-Status sind die ID-Daten nicht vollständig. Bestätigen Sie Ihre ID gemäß der unten stehenden Anzeichen oder registrieren Sie sich manuell. Was passiert, wenn ich das mache? Individueller männlicher Charakter. Aha. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Ach, ja, guckt euch das mal an. Ich kann den Nachnamen, kann ich den ändern? Ich guck mal. Hold. Den kann ich nur annehmen drücken. Jetzt heiße ich Old Shepard. Ich wollte Old Man. Dechiffrieren. Benutzernamen bestätigen. Benutzernamen bestätigen. Achtung! Fehlerhafte Dateien entdeckt. Auto wiederherstellung gescheitert. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Bitte loggen Sie sich ein. Ja, schade. Also wenn das nicht geht, dann nehmen wir natürlich. Loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Dann nehmen wir natürlich den Charakter. Wir werden ja auch im Spiel so genannt. John Shepard. Profilwiederherstellung beendet. Einziger Überlebender, Klasse Soldat, annehmen. Was jetzt? Ah, ein Filmchen? Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten, raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnte mithilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichten. Basis dieser unglaublichen Technologie war... Scheiße! Mass Effect. Ah nee, scheiße war es nicht. Haha, toller Anfang. Ich wollte das vorlesen, Spiel. Ein Raumschiff. Unendliche Weiten. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Ich denke, wir sind Soldat. Jetzt sind wir schon Commander. Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß.
Zugriff auf Annäherungsvektor. Oh, was ist es denn heiß? Alle Stationen sichern für Transit. Ganz schön laut. Na egal. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Oh, grünes Licht. Das ist so ein Masseportal. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interner Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. Okay. 1500 ist in Ordnung. Wer bist Ihr du? Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Joker. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ach, Niles heißt er. Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Aha. Stimmt, sowas ging da auch. Okay. Genug, das reicht. Sie sind Soldaten, also benehmen Sie sich auch wie Soldaten. Tut mir leid, Commander. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Joker. Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Joker, ja. Captain Shepard, wir haben was. Auf dem Bauch. Kann ich da irgendwas machen? Nein? Und warum läufst du denn? Drücken Sie WSAD. Springen können wir nicht, ne? Eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. So. Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Ach so. Sonst kriegst du noch an. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Okay. Mit Joker unterhalte ich mich nicht. Puh. Bist du der Captain, Navigator Presley? Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Sir. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Mhm. Oh, hier gibt es viel zu erfahren. Fangen wir mal hier an. Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Aha. Neueste Technologie. Oh. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypen. Die Normandy. Antrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Niles ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Eine Tarnung für was?
Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Mhm. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Der ist besorgt. Ein besorgter Navigator. Wo muss ich denn jetzt lang? Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das Niles uns nicht sagen will. Du siehst komisch aus. Was ist das für eine irre Theorie? Der Captain hat hier das Kommando. Er würde keine Befehle von einem Spectre akzeptieren. Er hat keine Wahl, Doc. Die Spectres müssen sich vor niemandem verantworten. Sie können praktisch machen, was sie wollen. Jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Tja, sie haben zu viele Spionagevideos geschaut, Jenkins. Checkwiss? Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Na gut, ich gehe da mal ran und ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Der hat einfach aufgelegt. Traut sich was. Ich habe aber mal schnell, bevor ich jetzt Dr. Schack was sag was spreche, mal nachgeschaut. Das Spiel ist tatsächlich von 2007. Oh, ich bin ja mal gespannt. Wir reden mal mit ihr. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schiefgehen. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Akkuse beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Untersuchen kann ich hier auch wieder machen. Das ist interessant. Aha. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Ich dachte, ich kann mich mit dem Doktor unterhalten, aber das geht wohl nicht. Niles. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Mhm. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wissen Sie etwas Besonderes? Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Wie lautet unsere Mission, Captain? Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Okay. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Ach so. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen.
Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Mhm. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Interessant, interessant. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf sie. Ich muss mir ein eigenes Bild ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Was kommt da? Das haben wir, aber wissen wir. Ich mach mal zurück. Wir gehen mal los. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Oh. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Ja, zeig her. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Nee. Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Los, was ist das? Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Hm? Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Okay. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Sieht aus wie eine Klaue. Tarnsysteme werden aktiviert. Dann müssten wir doch verschwinden. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, von Dead Space. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. So laut. Viel Glück. Nähern uns Landestelle 2. Wie gesagt, wenn nicht erschreckend, das Spiel ist von 2007. Gut. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Wir haben nur diese eine. Kann ich mich... Riecht nach Rauch und Tod. Oh Gott, was war hier los?
Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Schnellzugriffslots. 1, 2, 3, 4. Vielleicht hier unten. Hier. Drücken Sie zum Feuern die linke Maustaste. Aha. Was zur Hölle sind das für Dinger? Gastaschen. Keine Sorge, die sind harmlos. Oh Gott. Was ist hier geschehen? Hier liegen Leute. Menschen. Tote. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Nee. Oh, da geht die Post ab. Liegt noch wer. Aber man kann die nicht untersuchen. Oh, jetzt trampel ich auch noch drauf rum. Oh, was jetzt? Das sind doch nur Gastaschen. Ob die explodieren, wenn man drauf schießt? Was sieht er denn da? Idiot! Sie sind eine Stufe aufgestiegen. Drücken Sie nach einem Stufenaufstieg U, um den Squad-Bildschirm aufzurufen und die Fähigkeiten Ihres Squads zu verbessern. Ich kann meine Kampfpanzerung... Pistole habe ich noch gar nichts. So. Jetzt haben wir... Da haben wir nur ein, Punkt, 5 Punkte. Oh, oh. Hier unten ist ja auch noch. Ah, erste Hilfe. Präzisionsgewehr. Da kann ich nichts machen, ne? Ich kann nur die auswählen, wo was geht. Fitness. Verbessert die Gesundheit um 4%. Oh, das ist gut, das ist wichtig. Mach das mal. Jetzt haben wir noch 2 Punkte. Wir haben ja die Pistole. Sturmangriffstraining. Das ist auch gut. Und dann mache ich das so. Jetzt habe ich 0 Punkte. Automatisch. John, jetzt. Ach. Ach, der hat auch 4 Punkte. Okay, 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 okay. Den anderen habe ich aber nicht drauf. Warum? Eine biotische Barriere absorbiert zusätzlich zum Schild Schaden. Kann aber keine Angriffe blocken. Die Schilde umgehen. So, erste Hilfe. Werfen, Barriere, Dechiffrierung. So. Ach, das konnte man auch noch automatisch... Ach, der ist hinüber! Stimmt ja, der ist in die Schusslinie gelaufen, der Idiot. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Er verdient ein Begräbnis. Wir können ihm nicht helfen. Manchmal sterben Marines eben. Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Sir. Hätte ich jetzt vielleicht... Codex Tagebuch? I? Wir klicken Sie auf den Filterreiter, um zwischen den Gegenstandsarten hin und her zu schalten. Wählen Sie einen Gegenstand aus der Liste der verfügbaren Modelle aus und klicken Sie auf Schaltfläche Ausrüsten, um ihn anzulegen. Klicken Sie die Schaltfläche Universalgel, um den ausgewählten Gegenstand permanent in Universalgel umzuwandeln. Klicken Sie auf den Upgrade-Slot. Oh, Ankeda, Sturmgewehr. Da kann ich das nehmen. Ach, ich Helm auf- und absetzen. Ja, man hat hier nur eine kleine Crew, die man beschäftigen muss. Die man führen und lenken muss. Man kann sich nachher auch wohl die Mitglieder dazu auswählen. Ich kann mich noch schwach erinnern. Ihr habt ja gesehen, das Spiel ist 10 Jahre alt. Ich habe das damals gespielt, als es rauskam. Ich weiß nichts mehr so wirklich. Aber naja, das werden wir noch lernen. Aber in der nächsten Folge, in dieser nicht mehr. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.